Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Hey Yo! Und damit herzlich willkommen zur Spielvorstellung von Hey Yo! Innovationspreis 2022 Inno-Spiel hat Hey Yo! Gewonnen. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Und in diesem Video zeige ich euch die Abläufe. Abschließend gibt es dann noch ein kleines Fazit. Hey Yo! Ist ein Spiel aus dem Hause Oin Games von Takashi Saito. Es geht recht schnell, 15 Minuten, und es ist für 2 bis 10 Personen geeignet. Also der eine oder andere ist jetzt vielleicht ein bisschen neugierig, weil man es auch sehr gut in Teams dann absolvieren kann, sehr gut gegeneinander spielen kann. Und es ist ab 8 Jahre angegeben, hat Anleitungen in mehreren Sprachen, und Oin Games, die erscheinen immer in so kleinen Boxen. Ja, in der Vergangenheit übrigens, das ist meine Lieblingsspiel. Ich habe gedacht, an dieser Stelle zeige ich es nochmal. Tiefseeabenteuer habe ich euch damals vorgestellt, ist nach wie vor eines meiner Top-Spiele, was Oin Games angeht, aber auch Nine Tiles Panic braucht sich nicht zu verstecken. Ja, ungewöhnliches Design, aber schaut mal in das eine oder andere Video rein. Ich verlinke es, gibt natürlich noch bei weitem mehr Spiele, aber das sind so meine Favoriten, was die Spiele angeht. Was jetzt Hey Yo! Zu bieten hat, werde ich natürlich euch zeigen in diesem Video, weil wir sind Mitglieder einer Rapband. Rhythmus spielt eine Rolle. Und das sind alles Punkte, wenn man das schon sieht, und wo ich denke, ich weiß nicht, das ist schon ein bisschen speziell, ob mir das Spiel gefällt. Ja, es hat natürlich auch einen Preis bekommen, und es wurde auch endlich Zeit, dass ich es euch mal vorstelle, unabhängig von der Preisvergabe, weil das Spiel hat einiges zu bieten. Jetzt versuche ich das euch ein bisschen zu zeigen. Das heißt, hier habt ihr schon mal die Auslage, da merkt ihr, was in dieser kleinen Box alles drinsteckt an Material. Also, ich habe schon mal aufgebaut für 2 Personen. Hier ist das Material. Wenn ihr ein Team spielt oder gegeneinander, dann bekommt jeder, das andere Team, quasi das gleiche Material. Aber ansonsten, wenn ihr zu zweit hier gemeinsam kooperativ spielt, gibt natürlich mehrere Spielmöglichkeiten, dann werden diese ganzen Karten, die werden gemischt. Jeder bildet so einen Stapel, und 4 Karten nimmt man dann auf die Hand. Ihr seht es jetzt hier auf dieser Seite. Dann habt ihr hier 4 Chips. Das sind solche Symbole, die mischt ihr. 2 werden offen hingelegt. Die Rhythmus- oder die Soundmaschine, die legt ihr zur Seite. Stift bzw. hier Block, alles in dieser Box enthalten, das legt ihr zur Seite. Und eine Person beginnt, und hier wird letztendlich dann der Rhythmus angelegt. Das heißt, die Karten werden platziert, ihr könnt sie auch drehen, und ihr versucht, einen guten Rhythmus mit gleichen Symbolen aneinander zu bringen und dadurch möglichst viele Punkte zu generieren, weil gespielt wird so lange, bis ihr alle Karten ausgespielt habt, und dann findet eine Wertung statt. Das heißt, ihr nehmt den Block, tragt die einzelnen Symbole, die einzelnen Punkte ein und hofft, dass ihr mindestens 50 Punkte schafft. Weil wenn ihr 50 Punkte schafft, dann seid ihr in einem nächsten Level. Ihr müsst dann gewisse Karten mit solchen Level-Hinweisen dann aussortieren. Und so steigert sich das und wird natürlich immer anspruchsvoller. Ich zeige es euch erst einmal ohne Sound, um euch einfach zu zeigen, was man denn hier machen muss. Hier wird es angelegt. Diese Person beginnt, und jetzt machen wir es erst einmal ganz einfach. Das heißt, die nimmt eine Karte, und die Karte, die legt sie dann hier an. Anschließend zieht die Person eine weitere Karte. So, jetzt ist die nächste Person dann dran. Ich habe sie aufgebaut für 2 Personen. Jetzt überlegt man natürlich, wie lege ich das an? Ich könnte es jetzt so anlegen, ja, aber ich möchte ja die gleichen Symbole fortführen. Das heißt, es wird so platziert. So, anschließend wird wieder eine Karte gezogen. So, dann ist diese Person dran und denkt, das ist ja super, weil da könnten wir jetzt das hier anlegen. Und hier oben wäre das nämlich fortlaufend. Das wären jetzt im Moment 1, 2, 3 Punkte. Und hier 1, 2, 3, 4 Punkte. Dann wird wieder eine Karte gezogen. Und jetzt könnte diese Person auch wieder eine weitere Karte hier auslegen oder einfach sagen, komm, wir machen mal eine kleine Zwischenwertung. Das heißt, die nachher hier abgetragen wird. Das heißt, für eine Wertung würde man jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Punkte bekommen. So, das ist wichtig, weil wenn hier zum Beispiel das unterbrochen wäre, dann würde es nur einen Punkt geben. Dadurch, dass jetzt aber hier das komplett verbunden ist, dann gibt es jeweils die Punkte, die hier hinterlegt sind. Gar nicht mal so schwer, und es wird wieder eine Karte nachgezogen.
Ja, so läuft das Prinzip und ihr legt das immer an. Klar, wenn ihr die Reihe nicht zu viel Platz habt, dann fangt ihr wieder unten an. Das zählt natürlich mit und so vervollständigt ihr das. Und immer wenn hier so ein Symbol kommt, dann werdet ihr nachher schauen, wie viele zusammenhängende gleiche Symbole habt ihr platziert. Übrigens, die beiden Chips, die hier am Anfang zur Seite gelegt wurden, offen, die legt ihr ganz am Schluss an die Kette dann an. Wie ihr sie anlegt, das bleibt euch überlassen. Das sind quasi nochmal Wertungen, die dann hier stattfinden. Naja, hier wäre es nur ein Punkt, ganz klar, weil hier es nicht weitergeht. Wäre das aber hier, zum Beispiel hier noch durch ein Symbol, dann wären das am Schluss hier nochmal zwei Punkte. Ich hoffe, man erkennt es. Das heißt, ihr müsst da einfach schauen, passende Symbole anlegen und das möglichst clever und möglichst schnell, weil es kommt diese Soundmaschine zur Geltung. Und immer wenn ihr diesen Ton dann hört, ich werde es euch zeigen, dann müsst ihr eine Karte ausspielen. Ich mache es einfach mal an. Jetzt müsst ihr eine Karte legen. Der Nächste legt eine Karte. Der Nächste legt eine Karte. Ihr seid also jetzt hier ein bisschen unter Druck. Übrigens, Batterie ist nicht dabei, das müsst ihr einfügen. Und ihr seid ja unter Druck. Und schafft ihr es zeitlich nicht, das einzuhalten, dann kommt natürlich so eine verdeckte Karte und kommt dann davor. Ärgert euch, weil ihr wisst natürlich nicht, was darunter ist. Und ihr wollt natürlich möglichst lange Ketten dann bilden. Und die Karten sind natürlich auch weg. Ist schade, die würde man gerne ausspielen. Aber gespielt wird so lange, bis letztendlich keine mehr Karten hat. Dann macht ihr die Soundmaschine einfach aus und dann nehmt ihr den Wertungsblock. Und dann schaut ihr einfach für jedes Symbol, was ihr da Punkte bekommt, schaut die einzelnen Symbole dann an, schaut die einzelnen Ketten dann an, tragt hier die Punkte ein und versucht natürlich hier möglichst 50 Punkte zu erreichen. Wie gesagt, dieser Block ist dabei. Ja, natürlich schön, wenn es noch Vorder- und Rückseite beschriftet wäre, aber der reicht auf jeden Fall für eine lange Spielzeit. Und so tastet ihr euch voran, Level für Level, oder spielt das gegeneinander, 2 gegen 2, dann bekommt das andere Team quasi dieses Set dann und versucht dann möglichst höher als das andere Team zu sein. Und ihr habt natürlich noch weitere Varianten, weitere Möglichkeiten, um das Spiel sogar noch ein bisschen anders zu gestalten. Aber das ist Hey Yo und damit bin ich schon beim Fazit. Und ausgehend vom Design, man sieht es ja, Design von Eingame-Spielen sind schon immer ein bisschen speziell. Schlicht könnte man sagen. Der eine oder andere sagt, ist ja praktisch, nimmt wenig Platz weg. Allein wenn man beim Jürgen Hintergrund schaut, da nehmen ja die Spiele so viel Platz weg. Das sind kleine, handliche, kompakte Spiele und da steckt wirklich sehr viel Spiel drin. Natürlich haben die auch seinen stolzen Preis, muss man auch sagen. Messepreise um die 20 Euro teilweise, je nachdem wann er das Video schaut. Aber was ich zuletzt auf der Messe gesehen habe, da kosten die schon teilweise um die 20 Euro. Und da muss man natürlich schon überlegen, ob das das einem wert ist. Es steckt auf jeden Fall sehr viel Spiel drin und ich muss sagen, ich bin jetzt nicht der Fan von solchen Rhythmus spielen, auch voll solchen Schnelligkeitsspielen. Aber das Spiel hat einen Reiz. Wir haben das in der ersten Partie, ich weiß gar nicht, in der ersten Partie waren wir schon eine Weile her so bei den 30 Punkten. Dann waren wir so bei den 40 Punkten und dann haben wir ein Gefühl gemerkt, okay, das kriegen wir hin. Weil man kann sich ja unterhalten, was die Karten angeht. Die Karten habe ich ja auf der Hand. Ich kann natürlich sagen, leg nochmal, hast du nochmal so eine Karte, leg da nochmal eine hin oder ich habe so eine Wertungskarte. Man kann sich schon über die Karten unterhalten, wird auch angegeben, da spielt man schon gemeinsam. Also ihr spielt nicht im Stillen und ihr hofft, dass der eine oder andere die eine oder andere Karte hat. Also ihr dürft euch schon über die Karten unterhalten und das macht richtig Laune. Wenn ihr natürlich in höhere Levels kommt und dann werden natürlich solche Levelkarten auch sortiert, das steht ja auch direkt dann drauf, dann habt ihr weniger Karten, dann wird es natürlich schwieriger. Aber es ist ein tolles Spielchen und gerade weil hier ja noch so ein Zweier-Set oder zweites Set an Karten dabei ist, ist es toll zu spielen, auch im Team. Und es ist ein schnelles Spielchen. Was wird angegeben? 15 Minuten, glaube ich, werden angegeben. Also länger, aber 10 Minuten haben wir teilweise gespielt. Gut, wenn man die Endwertung noch rechnet, das Berechnen auf dem Punkteblock, dann braucht man schon die 15 Minuten. Aber das geht richtig flott. 2 bis 10 Personen, es funktioniert schon super zu zweit. Also wer jetzt denkt, 2 bis 10, das sagt man ja immer, umso mehr, desto besser das Spiel. Nein, es wird nur anders, das Spiel, weil er das im Team spielt. Aber es funktioniert auch schon zu zweit richtig gut. Und ab 8 Jahre ist angegeben, ja, das passt, dann macht sie vielleicht wie die erste Runde, dass er einfach mal die Karten anlegt und nicht gleich diesen Stressfaktor mit dem Sound dazu nimmt. Spielt einfach mal ein paar Karten dann aus, dass ihr ein Gefühl bekommt und dann könnt ihr sagen, so, und jetzt spielen wir richtig nach Regeln, jetzt spielen wir nach dem Sound und man müsste es immer korrekt anlegen. Also, zu zweit funktioniert es richtig gut. Wie gesagt, ihr habt ja einen kleinen Überblick hier bekommen, was das Spiel dann angeht. Habe auch versucht, euch ein bisschen die Abläufe zu zeigen und jetzt müsst ihr nur schauen, wo ihr das Spiel bekommt, weil die Spiele von Eingames,
die bekommt man nicht überall im Handel. Ihr könnt mal schauen über die unten genannten Links. Teilweise gibt es die Spiele, teilweise sind sie auch ein bisschen günstiger, haben natürlich seinen Preis. Oink Games, relativ kleiner Verlag, wobei klein, mittlerweile bringen sie wirklich sehr viele Spiele raus. Das ist bei Weitem noch nicht alles. Ich werde euch auch in Zukunft noch das ein oder andere Spiel zeigen. Es sind schon sehr besondere Spiele und vielleicht ist der eine oder andere jetzt ja auch auf den Tick gekommen und gedacht, das wäre ja durchaus was. Oder schaut euch einfach mal die anderen Videos an. Es gibt noch mehr Videos, die ich gemacht habe zu euren Games. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Aber wie gesagt, da müsst ihr einfach mal schauen, wenn ihr Interesse habt. Oftmals bekommt man die Spiele auf Messe, aber teilweise auch über die Links bekommt ihr das eine oder andere Spiel mit Sicherheit auch. Das zu den Infos von zu Heyo. Wie gesagt, Inno Spiel 2022 hat es den Preis abgesahnt für das innovativste Spiel im Jahr 2022. Und jetzt wurde es auch Zeit, euch endlich auch mal Heyo genauer vorzustellen. Ich sage danke euch fürs Zuschauen, macht's gut und bis bald.